Freunde, wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, mache Reportage mit mehr. Ich hoffe, die letzten beiden Videos haben euch gefallen. Gut, die Testfahrten sind etwas kurz ausgefallen. War ja, wie gesagt, noch mehr geplant, aber am Ende habe ich dann bloß den Brava vorgestellt und den IC, die vier Rocco-Wagen. So, aber warum melde ich mich heute? Na, ganz einfach. Ich habe ja heute frei gehabt. Und ich habe euch ja gesagt, was immer Ende des Monats ist. Flohmarkt. Und auch diesmal war ich dort. Bei klochender Kälte. Wir hatten heute früh 7 Grad minus. Ungelogen. Aber es hat sich dann einigermaßen normalisiert, sodass wir dann nur noch 1 Grad minus hatten. Aber es war trotzdem kalt. Auch in der Halle, wo ich war, war es nicht gerade besonders warm. Sollte mir gleich warme Gedanken machen. Also ich habe dann natürlich schon warmen Kaffee getrunken und eine warme Bolognese gegessen und eine warme gerührte Eier. Tralala. Ja. So. Aber ich war auch dort, um wieder etwas zu kaufen. Oder zu tauschen. Je nachdem. Mit dem Tauschen ist diesmal nicht viel geworden. Die Leute, die sind alle am Kumpel seinem Stand vorbeigelaufen, was N betrifft. Es sah diesmal sehr schlecht aus. Aber ich habe da einiges gefunden. Ja. Und ich sag's mal so. Es war einiges auch sehr günstig. Allerdings muss ich dazu sagen, es hat schon seinen Grund gehabt. Dazu kommen wir dann später. Ich habe natürlich schon das ein oder andere getestet. Logischerweise, weil ich konnte es ja nicht erwarten, was da jetzt damit ist. Und naja, ich wurde auch schon gewarnt, als ich den Einzug mir organisiert habe. Ich wurde gewarnt. Und jetzt habe ich es gesehen. Naja, wie gesagt, kommen wir später zu. Also ich war heute früh um 7:30 Uhr auf dem Flohmarkt und habe dann das Zeug hingelegt bei meinem Kumpel, was ich angeboten habe, was ich nicht unbedingt behalten wollte. Darunter waren ein paar Oberleitungsmasten, ein paar alte Güterwagen, ein paar alte Personenwagen von dem Zeug, was mir der Bernd geschickt hat, wo ausdrücklich da stand, was du nicht brauchst, kannst du mitnehmen oder weggeben, was ich auch gemacht habe. Habe ich auch ein bisschen was mitgehabt und mein Sandzug 2. Den habe ich auch mitgenommen. Der liegt auch wieder hier. Ne? Den wollte ich gerne haben. Ja. Ich werde noch ein bisschen Geld einstecken. Das habe ich natürlich mitgenommen. Natürlich, logischerweise, um zu planen, dass ich dort auch etwas kaufe. So, und nachdem ich dann was gegessen hatte und ich mich gestärkt habe, bin ich dann über die Flohmarktgeschichte geschlendert. Was heißt, ich habe nicht den ganzen besucht. Es war mir einfach zu kalt draußen, ich war noch drinnen und drinnen habe ich dann halt alles angeschaut. Und ich bin gar nicht weit gekommen, da war ich beim Portugiesen und der hatte TT, A0 und natürlich auch viel, viel N. So. Und da fiel mir natürlich wieder mal ein ganz besonderer Zug, was heißt ganz besonderer Zug, ein Zug ins Auge, der da schön übereinander gestapelt, wie so eine Pyramide stand. Siebenteilig. Und kurze Rede, langer Sinn. Ich habe ihn gefragt, was er dafür haben möchte und er wollte dafür 100 Euro. Ich habe gesagt, nee, so, lass mal es kommen. Hast du irgendwas zu tauschen? Ich sage, ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ob du das brauchst. Oberleitung könnte ich. Ah, oh, okay. Zeigen. Ja, bin ich zurück zum Bernd. Habe seine Oberleitungskiste geholt. Habe sie gezeigt. Und wir haben es dann verrechnet mit 40 Euro. Und so habe ich dann halt noch 60 Euro bezahlt. Was sind das nur für Wagen? Die ja auch nicht für mich sind, sondern für jemand anders. Und zwar die. Ich habe das jetzt alles hier schön hingelegt. Ich könnte euch die Kamera drehen, dass ihr alles seht, aber das soll ja Geheimnis bleiben.
einmal solcher, alles Fleischmann. Ne? Alles Fleischmann in Top-Zustand, da kann man nicht meckern. Und natürlich auch solche. Ja, die sind alle von Bernd. Auch nicht von Bernd, sondern eben von Portugiesen. Aber von dem Bernd sind sie. Von welchem Bernd ist egal. Der Bernd. Der Bernd halt. Und hier haben wir noch einen. Haben sie nicht auszupacken, die kennt alle schon. Und haben wir noch erste Klasse. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, 60 Euro. Das war das erste. Ja, nun habe ich überlegt. Dann sag ich dann noch was. Da war nicht ganz perfekt. Ich dachte mir, vielleicht kannst du ihn ja runterhandeln. Er wollte erst 80 Euro dafür, aber ich habe dann ihm zu erklären gegeben, dass da ein bisschen was fehlt. Ne? Nämlich die Kupplung, was bei meinem auch der Fall ist, aber egal. Die haben mir halt auf beiden Seiten gefehlt und das habe ich dann versucht zu erklären, dann hat er gefragt, was ich dafür bezahlen will. Und ich habe dann halt wieder gesagt, ich habe was zum Tauschen noch mit. Und er meinte, was ist das? Und da habe ich halt noch die ganzen Güterwagen, die ich noch mit hatte. Also nicht meine guten, wenn ich so denke, ich habe meine guten Güterwagen mitgenommen. Das ist alles noch da. Über Güterwagen. Ja, die habe ich mitgenommen, also ihm gezeigt, die hastigen Signale, die ich hatte, ja, dieser Klein da, die habe ich auch mitgenommen und ein bisschen was von dem 3D-Zeug. Da habe ich die ganze Kiste hingestellt und habe gesagt, hier, guck, kannst du reingucken, da sind Signale drin. Da ist, ja, okay, der hat die Kiste reingeguckt. Da guckt er wenigstens mal an, was da drin ist. Nein, das hat wahrscheinlich gedacht, das ist ein super Schnäppchen oder was weiß ich. Hat die Kiste zugeklappt und hat gemeint, was jetzt da? Ich sage, ich möchte gerne den Talent. Na, das ist nicht gut. Ich sage, ja, ich würde was dazugeben. Aber und wie viel? Ja, am Ende habe ich einen Teil versetzt, Scheibe gekriegt. Aber, ich habe noch was dazugekriegt. Also erstmal zeige ich euch den Talent. Ne, fahre ich runter, das ist der Talent. Zweiteiler, hatte ich schon immer. Zielanzeige Leipzig. Und logischerweise habe ich den auch schon getestet. Der gute fährt, sehr schön. Aber die Beleuchtung und die Spitzenlichtgeschichte geht nur in eine Richtung. So, und der Grund, warum ich etwas günstiger bekommen habe, ist ganz einfach. Da, und da finde ich Kupplung, wie gesagt. Und aber wie gesagt, der fährt sehr schön. Das mit dem Licht. Genau. Muss man schauen. So. Aber ich habe dann eben noch mehr bekommen. Und das zeige ich euch auch. Ich habe dann noch das bekommen. Davon drei Stangen. Noch mehr. Fleischmanngleis. Das brauche ich jetzt nicht alles zeigen. Ihr wisst ja, wie Fleischmanngleis aussieht. So. Und dann habe ich noch bekommen. Moment, nicht, dass ich das falsche zeige hier. Dann habe ich noch die bekommen. Und davon drei Stück. Der eine, der hat ja ein Problem gehabt. Der ist wohl irgendwie verunfallt. Den habe ich dazu gekriegt. Und dann noch den. Und dann haben wir dann noch bekommen den. Aber das brauchen wir noch nicht alles. Nee. Dann habe ich noch was entdeckt. Bei ihm. Sagte, das reicht nicht zum Tauschen. Ich habe ja nur fast einen vollen Preis bezahlt. Ja, und dann hat er mir noch solche gegeben. Und die kennt er natürlich auch. Davon habe ich ja schon drei Stück. Jetzt habe ich nochmal drei. Die sind natürlich noch mit den alten Achsen. Aber Herbert Stein halt. Ne? Jetzt kann ich einen sechsteiligen Zug zusammenstellen. Die würden wahrscheinlich auch alle ordentlich mitlaufen, wenn der dementsprechende Achsen hat. So. Damit war es erledigt und das habe ich dann zum Land geschafft, wo eine Tasche stand, dann habe ich es erstmal alles eingepackt. Und da kommt auch auf einmal der Tschecher vorbeigeschlendert. Bernd hat mir gesagt, der ist heute nicht da. Und ich dachte nur,
Das darf jetzt nicht wahr sein. Jetzt hast du fast schon alles ausgegeben. Ich hatte noch ein bisschen was. Was machst du denn jetzt so? Na klasse. Egal. Was soll's. Der kam und stand, hat geguckt bei ihm wegen TT. Und ich habe ihn dann gleich gefragt, hast du auch einen mit? Ah, ein bisschen was einen habe ich schon mit, ja. Auch gute Zeug habe ich auch mit. Okay. Prima. Hätte man für eher sagen sollen. Den hätte ich natürlich nicht den Talent genommen. Aber im Nachhinein ärgere ich mich wirklich, denn das, was ich dann da bei ihm genommen habe, das ist zum Teil wertlos. Also mir nützt es nicht. Das andere war wirklich cool, muss ich schon sagen. Das war auch nur ein Zufallstreffer. Aber das, was ich als zweites genommen habe, wo ich extra noch eine Anzahlung gemacht habe, weil ich noch im Platz der Halle rumschlendern wollte, weil ich gucken wollte, noch irgendwas anderes finde oder ob vielleicht jemand mein Zeug irgendwas nimmt, was noch da lag, aber das hat ja doch niemand genommen. Ärgert mich, dass ich im Nachhinein das genommen habe. Naja, egal. Ich bin halt so zu denen dann entstanden, der hat inzwischen alles abgedeckt gehabt, das haben einige viel später abgedeckt oder weggemachte Plane, weißt du, ist auch Sonntag logischerweise. Und dann habe ich gleich gesehen, na klasse, was ist denn das? Okay, die sind bestimmt richtig teuer. Da brauchst du gar nicht fragen. Es handelt sich nämlich dabei um Güterwagen. Er hat doch schon genug. Ja, aber solche nicht. Ja, und dann habe ich einfach spontan gefragt, was er für diese wunderschönen Güterwagen haben möchte. Und dann hat er gemeint, ein Stück 10 Euro. Und ich habe natürlich nicht lange gezögert. Ich habe sie sogar noch günstiger bekommen, weil einer ist nicht perfekt und die anderen beiden hat er gesagt, nimm du alle, machen wir Gesamtpreis. So, okay, gut, dann nehme ich halt alle. Und dann habe ich natürlich dann diesen zweiten Triebzug entdeckt, wo ich dachte, verdammt, den suchst du doch schon ewig. Den hast du noch nie gehabt und im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, hätte ich ihn mal liegen lassen. Katastrophe. Aber da kommt man gleich dazu. Jedenfalls habe ich dann diese Güterwagen genommen und habe insgesamt 65 Euro bezahlt. Für alle. Weil ich sie eben alle genommen habe. Ihr könnt schon rechnen, was ich jetzt insgesamt ausgegeben habe. Langsam wird es knapp. Und dann kam dieser Triebzug. Den habe ich auch noch genommen und dann war ich weiter. So ist das halt. Hätte ich den Mann nicht genommen, wäre vielleicht besser gewesen. Der hat übrigens 75 gekostet. 75 Euro von Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist es denn von Triebzug? Ich zeige euch meinen Triebzug, bevor ich euch die Güterwagen zeige. Das ist er, der Kräbel. Ja. Dieser wunderschöne Fleischmann-Kräbelzug. Warum ist das ein Kräbel? Nun, ich sag's mal so, wer immer das konstruiert hat, das Ding, der hat schon nicht dabei gedacht. Ja? Eine angetriebene Einheit, sehr leicht, und ihr könnt euch schon vorstellen, was jetzt kommt. Das Ding bleibt stehen. Das zeige ich euch noch. Der kommt nicht mal um die Kurve ordentlich und den Berg hoch schon gar nicht. Also das Ding hier hätte ich wirklich mir sparen können. Das ist eine Katastrophe, das Teil. Ist sowieso nicht perfekt, da fehlt auch was. Ganz große Katastrophe. Das kann ich mir vorstellen, warum dieses Scheißding so teuer ist. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal gesehen bei eBay. Und habe immer gedacht, nimmst nicht. Nee, lass mal lieber. Jetzt weiß ich, dass ich den nicht nochmal brauche. Das ist... Naja, ihr werdet es gleich sehen. So, und jetzt kommen wir zu den Güterwagen. Ich zeige euch erstmal die einfachen Güterwagen, ne? Die zu diesem gesamten Zug gehören. Also, haben wir zum Beispiel diesen hier. Nein, es ist kein Bananenwagen. Das ist nämlich ein... Könnt ihr lesen, was drauf steht? Das ist ein Wiebe. Bauzugwagen. Aber...
Da kommt der nächste. Biber. Noch einer. Das ist der, der nicht perfekt war. Fehlt eine Kupplung. Biber. Und dann haben wir, logischerweise, Biber. Ihr könnt hoffentlich mitzählen, wie viel das jetzt schon sind. Ich habe mal auf eBay geschaut, was so Wochen kostet, da ist mir bald schlecht geworden. Oh ja, sind noch nicht fertig, keine Sorge. Sind noch nicht fertig hier, guck mal da. Wiebe. Ja, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. Wir sind aber noch nicht fertig, es geht noch weiter. Wiebe. Und zum Schluss haben wir noch einmal Wiebe. Ne? Wunderschöner Bauzug von Wiebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wagen. Aber wie gesagt, das war noch nicht alles, das geht noch weiter. Jetzt kommt kein Wiebe mehr, keine Sorge. Jetzt kommt das. Davon habe ich ja schon 5, jetzt habe ich 6. War immer noch nicht alles. Jetzt kommt die Babyklapper. Babyklapper, Achtung. Was könnte das sein von Wagen? Da wird er niemals drauf kommen. Wer sich das ausgedacht hat, ich habe keine Ahnung. DHL, Taschenwagen. Rücke. Mir ging es um die Container. Aber, naja, sagen wir mal, ein DHL reicht nicht. Noch ein DHL. Aber der hat einen wunderschönen Sattelauflieger. Ja? Sehr schön. Was war noch nicht alles? Gehen wir weiter. Noch einer von diesen wunderschönen Taschenwagen. Oh, was haben wir denn hier? Na, war ja doch. Ja, doch, ja. Das ist abgegangen. Also wie gesagt, der eine war nicht perfekt, aber so sah es vorher nicht aus. Das sah vorher so aus. Ist gerade abgegangen, habe ich gerade gesehen. Aber ein Puffer hat trotzdem gefehlt. So, jetzt sind wir dran. Ja, fehlt ein Puffer. Einer fehlt. Deswegen habe ich den etwas günstiger mit dem Paket bekommen. Aber wie gesagt, 65 Euro. Aber sind immer noch nicht falsch. Tja, das war's. Diese ganzen Güterwagen habe ich für 65 Euro bekommen. Ich schwöre es bei Gott. So ja, manchmal findest du auch Schnäppchen. Warum ist einer bohrt zum Sonntag? Keine Ahnung. Beim Zuhause ist immer irgendwas los. Naja, aber das war immer noch nicht alles, denn dann entdeckte ich beim Bernd noch etwas, was ich nicht brauchte, aber was jemand anders wollte. Und ihr kennt das ja mit der Sofortüberweisung. Ja, kein Kommentar. Ihr kennt das ja mit der Sofortüberweisung. Die ist sofort da. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass gegenüber vom Agrargelände ein Geldautomat war. Und ich habe mich dann ins Fahrrad geschwungen und bin erst einmal schön weit reingefahren ins Dorf, ins Nest, um Geld abzuheben. Oh Gott, Alter, bei der Gelde. Ja, da hat mir nämlich jemand, nämlich der Max, noch Geld gesendet, das ich dann noch abheben musste, weil ich es in Bern bringen musste. Und was ist das nun, was er gekriegt hat, der gute Max? Nun, es handelt sich dabei mal wieder um eine Ludmilla. Und was seht ihr hier? Mit Decoder. Hm. Die ist also mit einem Decoder, der noch mit dabei war. Der hat davon 3 Loks gehabt, alle 3 für, jetzt haltet euch fest, 70 Euro. Digital, ne? Da ist der Decoder. Die Brücke ist drin. Mhm. Dann noch 2x Deutsche Reichsbahn und die hier. Ja, und die habe ich dann im Max organisiert. Bin dann bei klochender Kälte noch zur Bank gefahren und habe die 70 Euro geholt und habe dann die Lüdi bezahlt. Ja, aber ich habe dann noch was vom
Bernd als Geschenk bekommen. Und zwar das hier. Das habe ich noch von Bernd als Geschenk bekommen. Einmal das hier. Nein, das ist nicht teuer Stein. Nein, das ist was anderes. Das ist der Nachfolger, nämlich mit der normalen Hakenkupplung. Also Standardkupplung. Und dann der hier. Als Famos. Ja, da. Famos. Und zum Schluss noch ein kleiner, wunderschöner Güterwagen. Ja, so. Das habe ich schon von Bernd dazu gekriegt. Dafür, dass ich die Lodi verkauft habe oder sagen wir mal vermittelt habe. Ja, das war's. Mehr ist es nicht geworden. Aber ich hatte ja noch kein Geld mehr einstecken und ich wollte mir unbedingt was essen holen. Ja, und dann hat mir dann jemand gesagt, da drüben an der Tankstelle ist auch ein Geldautomat. Ich sagte nur, das darf doch nicht wahr sein. Da bist du vorne mit dem Fahrrad, hast du schön rausgefahren hier, fast 10 Minuten bis zum nächsten Sparkassenautomat. Und dann ist gegenüber von dem scheiß Flohmarkt der Geldautomat. Bin ich rüber und hab mir noch 20 abgehoben, damit ich schon was zu essen holen kann. Jetzt im Mittag. Ja. Und da bin ich heimgefahren. Dann habe ich die Tests durchgeführt mit den zwei Triebzügen und muss ehrlich sagen, über den Deserio habe ich mich richtig geärgert. Warum ich mich über den geärgert habe, das zeige ich euch jetzt. Ne? Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür, woran es liegt. Und ja, natürlich habe ich auch gleich daran gedacht, wegen den Achsen, dass die Schleifer vielleicht etwas klemmen oder so. Ne, da ist nichts. Die laufen eigentlich ganz zufrieden. Er fährt auch einigermaßen, aber was nützt das, wenn er sich bloß quält? Er fährt ein Stück und dann rutscht er wieder, fährt er wieder ein Stück, rutscht wieder, fährt er ein Stück, rutscht wieder. Haftreifen, ja, das ist natürlich auch noch eine Lösung, aber das Ding ist auch viel zu leicht. Lustig finde ich ja hier die Klappen hier, da hast du ja eine Klappe für Lautsprecher einbauen. Da kannst du was drinnen verstecken. Nee, da kannst du einen Lautsprecher einbauen. Ja, da muss man die Klappe wieder einbauen. Also der ist bestimmt nicht schlecht, wenn er ordentlich fahren würde, aber das macht er nicht. Und hier haben wir noch eine Klappe, wo die Brücke drin ist, von Decoder. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass das so eine Kricke ist, dann hätte ich ihn nicht genommen. Dann hätte ich das Geld aufgehoben, schnell sagen. Ich verstehe nicht, warum der Kasten so teuer ist. Ja, ich weiß, Triebzüge sind immer teuer. Egal, ob es jetzt Talent ist oder ein Deserio oder irgendwas anderes. Aber wenn es ein Porsche 6 ist, ist es immer teuer. Ist nicht mehr so. Ja, kann man nicht ändern. Aber jetzt machen wir erst einmal eine kleine Vorführung von den Fahrzeugen. Ja, heute ist mal die Kamera etwas höher. Ich mache es mal noch ein Stück runter. So, also die steht heute auf der Anlage, nicht vor der Anlage. Damit ihr auch mitbekommt oder damit ihr auch seht, wie schön dieser Zug fährt. Ja, fangen wir gleich mit der Kricke an, wo ich wirklich gedacht habe, ich bin entsetzt gewesen, als ich das Ding auf der Anlage gestellt habe. Am Anfang vorher gar nicht. Ich mache jetzt mal hier den IC weg. Den müsste ich nicht wegmachen, aber ich mache ihn weg. Na? Damit ihr das auch ganz genau seht. Also das hätte ich echt nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe zumindest erwartet, dass das Ding auf der Ebene ordentlich fährt. Nee, macht er nicht. Leider. Das macht er leider nicht. So, Herr Deserio, kommen Sie mal her. Es ist auch nicht kaputt. Ja, ich habe erst gedacht, dass irgendwas mit dem Gelenk her ist, weil da bloß eine Feder dazwischen ist. Das ist aber so. Das ist original so. Bis auf die Blende, die da fehlt, ist das eigentlich original. Ja? Eine Kupplung dran und so. Der hat doch genug Biss. Also wenn ich jetzt dran den versuche zu schieben, das geht nicht. Ne? Aber ihr werdet es gleich sehen. Der tut sich sehr schwer, der Gute. Mhm. Noch Fragen? Ja, das verpasst du ganz schön vor. Ich habe keine Kraft, ich will nicht mehr. Ja.
Aber Leute, ich weiß, die Steigung, die ist wirklich extrem. Wir wollen ja bitte fair bleiben und dann lassen wir einfach mal auf der anderen Seite hochfahren. Aber jetzt passt auf. Ja. Der rutscht wie verrückt. Aber ich komme nicht weg. Ja, komm schon, noch stützen. Also wenn der schon auf der Ebene rutscht. So, Achtung. Na, wie weit kommen wir? Wie weit kommen wir? Oh, übel. Das war's. Das könnt ihr nicht mehr sehen, aber jetzt steht er. Ich bin nicht weitergefallen. Kommt nicht. Also das Ding ist echt eine Katastrophe. Vielleicht hat jemand eine Lösung dafür, warum das Ding so schlecht fährt. Also verliert keinen Kontakt, ne? Nix. Man hört es ja, der läuft ununterbrochen, aber der rutscht ohne Ende. Ja, und der rutscht. Das gibt's doch gar nicht. Du sollst dich auf den Berg fahren, du weißt, dass du das nicht kannst. Jetzt ist er mal stehen geblieben, ja. Okay. Ja, selbst die Kurve packt er nicht, da hinten. Ja. Der rutscht und rutscht und rutscht. Also ist keine Erklärung dafür. So kannst du den nicht fahren lassen, dass er ruckzuck hinüber. Das geht nicht. Ja, meine Kurve. Alter, das geht ja mal gar nicht, das Ding. Ich weiß nicht, warum der so rutscht. Das ist doch nicht normal. Ja, guck genau hin. Seht ihr, wie der rutscht? Jetzt Achtung, Kurve. Es wird auch auf den Berg fahren. Du darfst nicht auf den Berg fahren. Das packst du doch nicht, mein Freund. Du bist doch eine Lusche. Was wollen wir da machen, ne? So. Also, fährt einigermaßen auf der Ebene, rutscht aber ohne Ende. Das ist ja nicht normal. Nee. Also das haut mich um. Viel zu leicht. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Lösung, außer dass man Gewichte reinmacht. Die Achsen laufen okay, also sprich, die klemmen nicht oder so, aber das Ding, das rutscht wie die Hölle. Denke mal, es sind die Haftreifen, die sind zu hart oder so. Wenn der Ewigkeiten nicht in der Schachtel gelegen hat und immer nur lose da lag, ist das schon verständlich. Nee, das ist scheiße. Ja, hast du sehen? Andersrum? Noch schlimmer. Also das gibt's doch gar nicht, wie der rutscht. Ja gut, ich habe jetzt nicht genug über die Kiste geärgert, ich spare ihn jetzt wieder ab. Nützt mir nicht. Schade um die 75 Euro, wirklich. Schade. Ja, ist das Geld nicht wert, sorry. So, kommen wir jetzt aber zu unseren etwas schwereren Talent. Ne? Leipzig. 60 Euro plus Oberleitungsgedöns. Quatsch, 60 Euro. 70 Euro, das waren die Waren da hinten. Ich habe es doch verwechselt. 70 Euro plus Oberleitungsgedöns. So. Und wie ihr seht, hier kann man auch mal auf den Berg fahren. So. Das juckt den gar nicht. Warum juckt den das nicht? Da hat zwei Motoren, das wisst ihr ja. Könnte man jetzt mal eine Talentshow machen. Ihr wisst ja, ich habe alle drei. Einmal ein Zweiteiler, einmal ein Dreiteiler, mal ein Vierteiler. Machen wir mal eine Talentshow. Oder eine Hamsterbacken-Show, je nachdem. Könnt ihr jetzt nicht sehen? Ich drehe mal die Kamera ein Stückchen. Ja. Kommt noch ein Berg runter. Wo ich was festgestellt habe, wo er Probleme hatte, das war, als er über die S-Bahn-Ausweiche gefahren ist. Da ist er mal ganz kurz an der Weiche rausgehüpft. Mal sehen, ob er das jetzt wieder macht. Wir fahren gleich über den Berg hoch. So.
Also ich denke mal, der ist ja Geld wert. Ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, ist er noch Schöpfer? Achtung. Na. Und? Nö, jetzt ist weg. Der hatte nämlich vorher vorne an der Front einen kleinen Magneten kleben. Das war den hier. Ich denke mal, das hatte was mit Riedkontakten zu tun. Kann man das sehen? Moment. Da. Der klebt da vorne dran. Den habe ich abgemacht, aber die restlichen Klebestellen, die sind noch dran. Habe ich jetzt inzwischen auch weggepopelt und weggefriemelt. So, aber trotzdem hat der Talent ein kleines Problem. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn ich andersrum fahre, dann geht das Licht nicht. Und die Spitzenbeleuchtung auch nicht. Hm, was könnte das sein? Die Brücke? Da seht ihr jetzt die Beleuchtung und alles geht. So, mache ich extra mal das Licht aus, damit ihr das genauer seht. So, jetzt kann man es besser sehen. Achtung, es bleibt dunkel. Ne? Nichts. Alles dunkel. Andersrum. Einmal frei. Hm. Woran könnte das liegen, Leute? Ich habe keine Erklärung. Aber ehrlich gesagt, bei 70 Euro da aufgeschissen. Er fährt wunderbar. Er wird halt nur in eine Richtung gefahren, wenn es leuchten soll. Und ich weiß, dass hier drunter ein Schalter ist, aber der Schalter, der macht die Beleuchtung dann komplett aus in beide Richtungen. Ne? Dann geht er nur noch Spitzenlicht. Aber hier geht ja nicht mal das Spitzenlicht in die andere Richtung. Hm, naja, egal. So, kommen wir jetzt noch zu dir. Denn Max will ja bestimmt auch wissen, ob die läuft. Die habe ich übrigens noch nicht getestet. Ne? Die ist noch nicht gefahren. Und da werden wir ja gleich sehen, ob die analog überhaupt fährt. Der Bernd hat gesagt, der hat die wiederbekommen von jemandem, der meinte, der hat eine Brücke eingebaut, aber die Beleuchtung geht nicht mehr. Hm, da war eine falsche Brücke eingebaut, kann es sein? Ja, die fährt aber falsch rum. Also Max, deine Lütti fährt. Aber nicht geht wirklich nicht, das stimmt. Ja nun, das ist wegen meiner. Das ist halt eine Mini-Tricks, da kannst du auf den Berg hochfahren, kein Problem. Könnte man eigentlich mal den schönen Zug dran machen hier, den wo bleibt es jetzt stehen? Bauzug, würde ich sagen. Ist das, warte mal, das könnte sein, dass hier die Stoppstelle an ist. Ja, aber die fährt auch noch rum. Hm. So. Also fährt sehr schön. Und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir jetzt mal den Bauzug dran. Ja? Machen wir einen Bauzug dran. Pack die doch locker. Fahren aber andersrum hoch. So, gut, dann können wir den auch mal testen, den Bauzug. So, dann haben wir erst einmal den Kesselwagen. Ja. Muss ich ein bisschen mehr Gas geben hier an der Stelle mit der S-Bahn ausweichen. Weil, wie gesagt, da sind die Bahnsteige etwas zu schmal für die Mini-Tricks-Lotis. So, dann nehmen wir die zwei Kleinen. Ich kann dann natürlich auch die Kamera wieder mal unten hinstellen, dann lassen wir dann außen rum kreiseln. Auch kein Problem. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich ankoppeln. Ah ja, die eine Kupplung hier von dem Wagen ist auch nicht in Ordnung. Aber ich habe eine Magnetkupplung. Könnte ich also auch Magnetkupplung dran machen. Dann haben wir die beiden Flachwagen. Da mache ich jetzt nicht drauf. Lass mal einfach mal so kreiseln. So. Dann haben wir den hier, wo die Kupplung ab ist. Den müssen wir jetzt zum Schluss nehmen. Aber wir können ja natürlich noch fies sein und noch einen Kesselwagen mit zwischenhängen. Der hat eigentlich nicht zum Bauzug gehört, aber ein bisschen länger muss er schon sein. Ne? Ihr wisst ja, wir reden ja hier immerhin von einer
Ludmilla, ein Arrangierer. Ja. Dann machen wir mal hier noch den mit rein. Das müsste reichen. Ja, diesmal testen wir das ganze Rollmaterial aus, das ist Pico. Ne? Das Pico, das teste ich jetzt nicht. Ja, warum bist du ja selber die tollen Achsen? So, gucken wir mal. Ja, die lacht dazu. So. Noch ganz schön Kraft dazu. So, läuft gut. Also der Zug meint jetzt. Gut, hängen wir mal noch die anderen mit rein. Die will ich auch mal testen, ob die laufen. Ach ja, Babyklammer, ja. Der ist wieder schwer, ich denke mal, das wird wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel des Guten. Da hat jemand hier Gewichte reingemacht, den lasse ich mal weg. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, den schweren Wagen mit reinzubauen, aber die beiden DHL, die macht man nicht rein. Das können wir auch so. So. Okay, gut. Dann fand es ja schön, die Lodi, gibt's nicht. Aber ihr wisst, wie das bei Minitrix ist, ne? Die Kontrolle. Wenn man dieses Gewase hier. Highspeed Bauzug. So, jetzt kommen wir gleich an die Stelle. Oh, es gibt noch eine, Lösung. Moment, den machen wir noch runter. Wir können natürlich auch anders über den Ausweicher fahren. Ja? Aber da habe ich das Gleis ja erst vor langer Zeit gereinigt, oder besser gesagt, fast wenig benutzt. Also, das habe ich wenig benutzt. Ich versuche es aber trotzdem mal, vielleicht kommen wir ja durch. Lange nicht benutzt, jetzt haben wir das richtige Wort dafür gefunden. Das habe ich lange nicht mehr verwendet, diese Ausweicher. Also die eine Seite, die haben wir eine ganze Weile nicht benutzt. Das war ja das Problem, wenn ich die auf der Seite lang gefahren bin, da ist die V100 immer rausgesprungen. Und deswegen habe ich das ja dann so gemacht, dass die dann inland fährt. Ne? Aber bei der Lodi sollte das kein Problem sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Wagens alle mitmachen. Nicht, dass die auch am Bahnsteig oder hängen bleiben. Das wäre natürlich blöd. So, gut. Dann probieren wir mal. Unser Glück. Ja? Nein, das war es aber. Nein, das war es nicht. Ja, ja, ist gut. An einer sehr schönen Stelle ist er rausgeflogen. An einer sehr, sehr schönen Stelle. Klasse. Wo ich auch wunderbar hinkomme hier, ne? Jawohl, genau dahin hat er sich gelegt. Ach, das ist doch. Nein. Moment. Für solche Notfälle habe ich etwas hier. Muss man dann ganz vorsichtig nach hinten angeln und dann das Wägelchen wieder rausholen, ohne zu beschädigen. Vorsichtig anfassen, ganz leicht.
Ja, dafür habe ich das Ding. So, also ich weiß nicht, warum der jetzt ein Kleist ist. Ich nehme den mal raus. Zack. Und dann holen wir mal den Rest vom Bauzug. Nicht. Aber ich weiß, warum er rausgesprungen ist. Ja. Ich habe da hinten von ganz schön Weiche gestellt. Also, bist du wirklich so der, du Fahrleiter, du. Ja, okay. Dann ist natürlich klar, worum es nicht geht, ne? Wenn die Weiche nicht gestellt ist, dann muss natürlich der Wagen rausspringen. Ist ja völlig normal. Dann müssen wir die mal wieder umstellen. Zack. So. Jetzt sollte es klappen. Dann kann man den Kesselwagen wieder reinhängen. Wenn das erste Weiche falsch gestellt ist, ist es klar. Also die Wagen laufen gut. Der auch. Aber bei falsch gestellter Weiche, dann ist ja klar, dass er dann rausfliegt. Gut, eine Runde machen wir noch. So. Also die Bauzugwagen laufen gut. Gibt's nichts zu meckern. Ja, schön langsam. Ja, ich bin langsam, ist aber so eine Sache, ne? Ja. Ja, mit langsam hat es nicht. Sie will keine Rasen. Ja, nicht so schnell. Also die Lok fährt gut. Das wollte ich ja bloß damit zeigen. Und die Wagen natürlich auch. Ihr wisst ja, was da sonst normalerweise an den Bauzug dran gehört. Ne? Brauchen wir ja nicht drüber reden, da gehört normalerweise eine. Wo ist er? Genau, die dran. So was gehört da dran. Aber das brauche ich mit der nicht probieren, das will ich genau, dass das nicht wird. Ich kann es ja mal versuchen, aber die kommt im Berg nicht hoch. Das packt die nicht. Natürlich dann nur die Bauzugwagen. Ne? Also nichts extra. Dann nehme ich alles wieder raus, was mit Bauzug nichts zu tun hat. Weil es soll ja auch gerecht bleiben. So, jetzt haben wir Bauzug. Mal gucken, ob es im Berg hochkommt. Ich weiß nicht, wie der gerutscht wird. Also die Wagen laufen wirklich gut. Ne? Gibt es nichts zu meckern. Aber einige laufen von den Achsen her ja, sehr laut. Macht doch ein schöner Bauzug. Aber ich glaube nicht, dass die Berg hochkommt. Das packt nicht. Dafür ist der Minifix-Kesselwagen zum Beispiel viel zu schwer. Jetzt rutscht sie. Na, wie weit kommt sie? Na, na, na? Okay, jetzt ist vorbei. Ne? Okay, ein kleines bisschen muss schieben. Ganz kleines bisschen. Aber nicht viel, ne? Ganz kurz muss ich mal dupsen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die bleibt sofort am Berg stehen. Aber man fährt ja nicht mit dem Bauzug über den Berg. Ne? Also, das ist Quatsch.
Dann wollte ich jetzt nochmal anderen Zug mit aufbauen und dann gibt es nochmal eine Perspektive aus anderer Sicht. Dann lassen wir den mal hier fahren. Natürlich drehe ich ihn vorher um, ne? Ja. Und dann stelle ich mir die Kamera vor. So, gut. Also. Bei der Serio wissen wir jetzt Bescheid. Luftnummer. Bringt nichts. Der ist, ja, gut. Red man nicht von. Ist nichts Wahres. Ärgert mich natürlich jetzt richtig, weil die 70 Euro schon sparen können, die 75 Euro. Aber was soll's. Das kann man jetzt nicht mehr ändern. So, gut. Da die ja hier sehr langsam ist, ne? Die ist ja sehr langsam, muss man natürlich dann auch was im Innenkreis fahren lassen, was dementsprechend von der Geschwindigkeit her passt. Und da nehmen wir mal ganz schnell, spontan, ja, Richie Rich. Obwohl ich im Innenkreis habe, den noch gar nicht getestet, siehst du? Der fährt vielleicht gar nicht im Innenkreis, weil er ja so stark rutscht. Das kann schon sein, dass der da gar nicht fährt. So. Okay. Witchy Witch. Und wem das jetzt nicht sagt, das ist ein Film gewesen. Mit dem Typen hier aus Kevin allein zu Hause. So, gut. Und auf dem Berg lassen wir ein Galanta fahren. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen zu schnell werden, denke ich mal. So haben wir dann alle drei Züge, außer natürlich die Ludmilla, nochmal im Einsatz. Und dann können wir das noch ein bisschen mal kurz kreiseln lassen, natürlich logischerweise mit funktionierendem Bahnübergang. So. Weil der muss natürlich funktionieren, das ist klar. Ist euch übrigens aufgefallen, dass da eine LED ausgefallen ist? Hm? Da? Ich habe keine Ahnung, woran sie liegt, sie ist halt ausgefallen. So, gut. Dann gucken wir noch einmal, ob alles passt. Du fährst auf den Berg, du fährst geradeaus und du, ja, ich hoffe sehr, dass er wenigstens um die Kurven rumkommt. Ich mache mit der Genekurse öffnen, der wird wohl irgendwo stehen bleiben, weil er rutschen tut wie Sau. Aber vielleicht kommt er ja wenigstens ein paar Runden rum. So, los. Ah, ja, das ist ein bisschen zu schnell. Gut, okay, dann müssen wir da was ändern. Schade. Ich dachte, das geht, da müssen wir ein anderes Loch nehmen. Da müssen wir etwas anderes nehmen, was etwas schneller unterwegs ist. Aber das ist alles kein Problem. Ja, ich weiß, die 111, die wäre natürlich jetzt perfekt dafür gewesen, aber die ist einfach zu langsam dafür. Die ist zu langsam. Und jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich die hingetan habe. Die V100 von Fleischmann. Wo habe ich denn die hingemacht? Wo ist denn die? Nenno. Tja, Leute. Mach mal kurz aus und gucke mal, wo ich den getan habe. Geht da weiter. Ich muss sowieso die Kamera umbauen für euch. Ja, ich habe die Lok gesucht, ne? Ich habe die Lok gesucht. Sie lag die ganze Zeit da oben. Oder stand da oben. Schön verpackt, wie ich das gehört. Weil ich habe mich festgestellt, dass an meiner schönen Fleischmann schon wieder einer dieser Trittstangen weg ist. Ja, die sind ja aus Metall. Ich hatte die alle fixiert, aber leider ist schon wieder einer weg. Die gehen anscheinend sehr schnell verloren, diese Trittleiter. So, mal gucken, ob das jetzt klappt, was vor. Okay, so, dann muss man sagen, fahren wir mal los. Es wird wahrscheinlich das gleich knallen, weil ja, der steht im Weg.
Müssen wir auch mal gucken, ob der überhaupt ordentlich fertig hat. Na, sowas. Ist das der hier? Aber die Lok fährt nicht mehr. Licht brennt, aber die fährt nicht. Na, was ist denn nur da los? Wollte gerade sagen. Das gibt's doch gar nicht. Na ja, gut, das ist die Ringe wahr. Den nehme ich raus, das muss ich nicht. Ich habe nämlich festgestellt, dass der Wagen, ja, der ist gehandicapt. Wie gesagt, 65 Euro, ne? Hier. Klemmt. Also weg. Gut, das ist nicht so schlimm. Und dann haben wir nicht im Einsatz. Die Gute. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie jetzt wieder rumzickt. Ja, zickt jetzt schon. Aber so läuft er auch mal dazu. Ist jetzt nicht komplett Bauzug, aber. Ja, Güterzug halt, ne? Soll jetzt erstmal bloß ein Test sein. Oder wollte ich sagen, wegen Vorvideo? Das soll ich das ja nicht nennen. So gut, die fährt. Ne, da wollen wir schon noch ein bisschen vor. Damit sie sich nicht quer unter mir. Nein, ja, ruckelt gleich. Das passt. Bei dem brauche ich mir keine Sorgen machen, der fährt ja unter Beuerenberg. Und bei dem, naja gut. Ich hoffe mal, dass er wenigstens auf der Ebene im Innenkreis fährt, ohne stehen zu bleiben. Also sprich, weil er nicht weiterkommt, weil er rutscht die Sau. Das wäre ein bisschen blöd. Sag so wie es ist. Das wäre ein bisschen. Scheiße. Ja. Ich bin schon mal gespannt. Nee, er rutscht. Ich glaube, ich war noch. Alter, da rutscht der weg, wie normal. Furchtbar, ganz schlimm. Naja, eine Runde habe ich schon mal geschafft. Auch mit Hängen und Würschen. Nein, das sollte passieren. Ein bisschen schneller unterwegs heute. Halt. Ja, ganz schön zu tun. Naja, ich sag's mal so, der Fleischmann fährt, aber naja, ihr seht's ja selber. Er rutscht. Und das nicht gerade wenig. Jetzt musst du dich aber ein bisschen beeilen hier. Sonst kommst du mit Fleischmann in die Quere. Na, 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 na. Hat's geschafft, sehr gut. So. Hat er nämlich die Weiche nicht bestellt.
müsste eigentlich reichen. Nein, du musst weiterfahren hier, komm schon, jetzt hör doch mal auf hier, stehen Sie bei mir. Man merkt schon, heute ist Sonntag, wir haben alle keinen Bock. Ja, der warme Fleischmann, der Serio, quält sich durch die Anlage. Ja. Aber er kommt dem Talent nicht in die Quere. Ne? Der Talent, der zieht seine Runden. Der Hamster nach Leipzig. Ja, er fährt einigermaßen. Aber man sieht schon, wie der immer ruckelt. Ne? Da bleibt immer mal ein Stückchen stehen, weil die Räder durchdrehen. Das ist. Also die Wiederaufzugaben laufen gut. Der Talent alias Hamsterbagger RE10 nach Cottbus. Damals ist er ja noch bis Cottbus gefahren. Der hat auch einwandfrei. Beleuchtung halt nur in eine Richtung, ist nicht so schlimm. Ja, und Mr. Deserio, naja, so mit Hängen und Lurchen, sag ich mal, fährt er einigermaßen. Na, aber auf dem Berg kannst du nicht fahren lassen, das geht nicht. Das kannst du knicken. Das wird nicht. So fährt er ja ganz vernünftig. Unten rum geht's. Hier hat er ein bisschen in der Kurve, da bleibt er immer ein bisschen stehen, da rutscht er immer ein bisschen. Und die Pico-Sachen, die teste ich jetzt nicht. Also ich meine die alten Pico-Sachen, ja? Das Talent ist ja auch ein Pico. Die alten Pico-Sachen aus der DDR-Zeit. So, gut. Na, jetzt schaffen wir mal. Wir wollen ja keinen Unfall verursachen. Aber war doch ein bisschen zu schnell, ja? Mhm. Also, zum Schluss kann ich sagen, war eigentlich ein guter Kauf von fast allen Dingen. Ne? Und darf man nicht vergessen, dass es sehr günstig war. Und das ist natürlich, sag ich mal, da der Serio etwas leicht ist und ein bisschen schwerfällig, sage ich mal, das kann man jetzt nicht ändern. Ne? So fährt er ja ganz vernünftig, aber eben nur auf der Ebene. So, jetzt gibt es da wieder ein Crash, mal sehen, wer eher da ist, Talent oder der Serio. Ne? Das war knapp. Gut, okay. Ja, das war's erst einmal für Sonntag. Ich habe morgen nochmal frei. Da werde ich aber mich um Organisierungssachen oder was auch immer, um Einkaufen und so weiter kümmern. Waschmaschine, tralala, das Ähnliche. Ne? Ja, also das sind wie gesagt
die Wiebewagen, der Deserio, der Talent alias Hamsterbacke, RI10 nach Cottbus, Zielanzeige Leipzig. Hier haben wir noch einmal die Pico-Wagen, Herbert Stein Geschichten und Famos, der IC, die Gleise. Ja, und hier unten liegen dann noch die Lüdi und dieser Wagen, der halt mit der Kupplung ein bisschen Probleme hat. So, gut. Das war's dann erst einmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte natürlich noch ein bisschen mehr zeigen, aber es ist jetzt spät geworden und das muss ja auch noch fertig gemacht werden. Ich denke mal, es wird so gegen 23 Uhr da sein. Also könnt ihr es dann anschauen oder dann morgen früh. Na, wie beim letzten Mal, muss ich auch den zweiten Teil am nächsten Tag machen. Ja, mit den Worten wünsche ich das mal weg. Ich wünsche noch einen schönen Sonntagabend. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und nette Kommentare, Kritiken könnt ihr natürlich auch da lassen. Insbesondere was Freunde Serio angeht. Ob jemand die gleichen Erfahrungen schon gemacht hat mit diesem, ja, sagen wir mal, schwerfälligen Zug. Und was er zu den anderen Dingen sagt, die ich mir organisiert habe. Na? Gut. Winke, winke.